In diesem Video geht es um den sogenannten SSS-Satz. Dabei handelt es sich um die Konstruktion von einem Dreieck. Deswegen habe ich gleich schon mal so eine Planfigur mitgebracht. Wir haben Größen gegeben, in dem Fall die Seite A und die Seite B. Und dies mit den Größen sollen wir jetzt ein Dreieck konstruieren. Deswegen mache ich das am Anfang immer so. Ich mache einfach eine Skizze und zeichne mir farbig ein, was gegeben ist. Weil dann ist es nämlich einfacher zum Konstruieren, werdet ihr das später merken. Konstruieren heißt, man muss Zirkel verwenden, aber das werden wir jetzt gleich nachher noch sehen und das könnte auch schon ein Tipp sein, dass ihr wisst, dass man Zirkel verwenden darf. Wenn ich jetzt weiß, dass diese Seite A ungefähr da liegt, ja, dann zeichne sie ungefähr als erstes dort ein. Das ist immer so meine Idee. Man kann die natürlich an allen möglichen Positionen auf dem Papier noch einzeichnen. Ich mache es halt ungefähr immer da, wo meine Planfigur auch die Seite A liegt. Und dann kann ich natürlich die Punkte B und C von da oben auch schon einzeichnen. Jetzt geht es darum, den Punkt A zu finden. Und den wissen wir ja, der ist 3 cm von C entfernt. Ja? Weil diese Strecke von C nach A genau 3 cm lang sind. Oder diese Seite genau 3 cm lang ist. Wenn ich das jetzt aber einzeichnen will, gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ja? Das wird total verwirrend. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten, dieses Dreieck zu zeichnen. Deswegen, es geht nicht. Mit 2 Größen allein kann ich kein Dreieck zeichnen. Ich brauche 3 Größen. Und das ist schon mal etwas, was man sich merken muss. Um ein Dreieck zu zeichnen, brauche ich 3 verschiedene Größen. 2 allein reichen nicht. Haben wir gesehen, bei 2 Seiten gibt es unendlich viele Möglichkeiten, das zu zeichnen. Wir werden aber jedes Mal ein Dreieck zeichnen, das eindeutig ist. Ich zeige euch nachher, was eindeutig heißt. Zur Konstruktion werdet ihr jetzt wieder selber aktiv. Erstmal, die Planfigur wird erweitert mit C gleich 7 cm. Ja, und jetzt haben wir quasi nicht nur die Seite B an der Seite gegeben, sondern auch die Seite C an der Seite gegeben. Wer genau aufgepasst hat, hat vielleicht schon gesehen, wo alle diese Punkte lagen, die um C 3 cm entfernt waren. Dann kann man nämlich auch schnell drauf kommen. Eure Aufgabe ist es, jetzt auf Pause zu drücken und versuchen zu konstruieren. Mit Zirkel als Tipp. Jetzt auf Pause drücken. Wirklich. Und weiter geht's in 3, 2, 1, jetzt. Ja, der Zirkel ist natürlich ein Megatipp. Zuerst macht man nämlich einen Kreis um C mit 3 cm, denn dort liegen ja alle Punkte, die von C 3 cm entfernt sind. Und dann mache ich noch einen Kreis um B mit 7 cm. Warum? Denn mein Punkt A liegt ja von B 7 cm entfernt. Und alle Punkte liegen ja genau auf diesem Kreis hier um B mit einem Radius 7 cm. So, jetzt haben wir hier einen Schnittpunkt. Dort ist gleichzeitig Punkt A 3 cm von C entfernt und gleichzeitig der Punkt A 7 cm von B entfernt. Und wo eben beide diese Bedingungen erfüllt sind, dort muss mein Punkt A liegen. Ja, komische ist hier, es gibt einen zweiten Schnittpunkt. Meine Kreise schneiden sich noch ein zweites Mal. Da muss man aufpassen, wäre hier mein Punkt A, wäre das Dreieck falsch. Denn dann würde ich es bezeichnen mit A, C, B. Da würde der Drehsinn nicht passen. Das heißt, es gibt tatsächlich nur eine Möglichkeit, dieses Dreieck zu zeichnen. Und das war es jetzt auch schon wieder mit der Eindeutigkeit. Ihr habt vorher gehört, wenn man ein Dreieck zeichnen will oder konstruieren will, braucht man, um es eindeutig zu machen, 3 Größen. Jetzt habt ihr es gesehen, es gibt genau nur einen Punkt, für den alle diese 3 Bedingungen erfüllt sind und damit gibt es natürlich nur ein Dreieck. Als Schritt-für-Schritt-Anleitung, man macht zuerst eine Planfigur, zeichnet ein, was man gegeben hat. Dann zeichnet man eine Seite. Welche Seite ist egal? Ich hätte auch mit der Seite B anfangen können oder mit der Seite C, völlig egal. Und dann macht man um die beiden Punkte, die durch diese Seite entstanden sind, die beiden Kreise, die noch zu machen sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Seite C hier unten zeichnet, mache ich um B einen Kreis mit Radius 5 cm und um den Punkt A einen Kreis mit Radius 3 cm. Deswegen ist es auch so geschickt, dass man eine Skizze hat. Und am Schluss muss man die Punkte verbinden und dabei halt aufpassen, dass man den richtigen Schnittpunkt erwischt. Die Kreise schneiden sich meistens zweimal. Und immer nur einer von beiden ist auch wirklich richtig. So, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass wir mit 3 Punkten sogenannte kongruente Dreiecke konstruieren können. Denn egal wie ihr dann später konstruiert, egal wie ihr welche Seite wo anlegt, schneidet man das Ganze aus und legt es übereinander, kommt bei jedem das Gleiche raus. Nämlich kongruente Dreiecke heißt so viel wie deckungsgleich. Man kann sie übereinander legen und es kommt das Gleiche raus. Also könnte es optisch anders ausschauen, das Dreieck, aber konstruiert haben wir alle das Gleiche. Durch 3 Seiten oder durch 3 Längen kann man so ein Dreieck zeichnen oder konstruieren. Aufpassen, eben nicht zeichnen, sondern man braucht tatsächlich da den Zirkel. Wir werden noch weitere Kongruenzsätze kennenlernen. Das war jetzt der erste. SSS-Satz. Kongruenz durch 3 Seiten.